Es ist 5.20 Uhr, mittelostfriesischer Zeit, am Eienwolder Tief. Genau der richtige Ort und genau der richtige Zeitpunkt, um etwas Neues zu starten. Jedenfalls für mich. Und damit sage ich Moin Moin zu dieser wunderschönen sommerlichen frühen Morgenstunde und starte offiziell mit Gedichte an Ostfriesland, die Tour. Bevor es losgeht, ganz kurz erklärt, worum es eigentlich geht. Seit Teenie-Alter habe ich eigentlich schon immer Gedichte geschrieben und bin auch häufiger mal mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule am Ostfriesland-Wanderweg hängen geblieben, habe mich dorthin gesetzt und was geschrieben. So, daraus ist auch irgendwann Musik entstanden und Musiktexte. Und ja, seitdem ich wieder in Ostfriesland bin, seit 2018, unternehme ich hier einfach völlig unbefangen und spontan Touren und suche mir schöne Orte aus und fahre da einfach mal hin und gucke, was passiert. Setz mich irgendwo an eine schöne Ecke, schreibe wieder, habe bei diesen Touren immer wieder auch logischerweise ein paar Fotos gemacht für mich und somit ist die Idee entstanden, warum nicht ein bisschen mitfilmen, um euch die Orte ein bisschen näher zu bringen. Das ist die Kurzversion. Später oder vielleicht im Verlaufe dieses Podcasts über die nächsten Wochen noch ein bisschen mehr. Wichtig jetzt für uns erstmal, weil gerade die Sonne aufgeht und das wollen wir nicht verpassen, der schnelle Blick in die Karte, wo wir denn überhaupt sind. Also einmal mit nach unten tauchen. Bis gleich. Ja, hier also der schnelle Blick auf die Karte. Ihr seht hier die Gemeinden Mormerland, Ihlow, Große Fehn. Und auch, was hier los ist, ein Tief jagt das nächste, manchmal nicht anders als bei uns beim Wetter. Und ja, ich bin gekommen über Ihlow, durch Westgroße Fehn, dann Richtung Timmel, durch den Ort Timmel hindurch. Und dann auch schon ausgeschildert, rechts abgebogen, über Hatzhausen nach Eienwolde. Und hier in Eienwolde habe ich mir zur rechten Seite einen kleinen landwirtschaftlichen Seitenweg gesucht. Der führte über eine der Brücken rüber. Stehe jetzt hier und will jetzt unbedingt raus, um euch ein paar schöne Bilder zu zeigen.
Das war er, der Sonnenaufgang über dem Eienwolder Tief. Wunder, wunderschön. Aller Aufwand hat sich heute Morgen gelohnt, die Augenringe, das frühe Aufstehen. Ich habe mir nichtsdestotrotz jetzt noch einen kleinen Platz hier gesucht, inmitten von Brennnesseln und Schilf, und habe den Hocker unterm Popo, Zettel und Stift in der Hand, versuche noch ein bisschen was aufzuschreiben, wenn nichts bei rumkommt heute. Völlig egal, dieser Tag war schon alle Mühen wert. Bevor ich gleich noch ein Schlusswort spreche, für euch noch ein paar Bilder von heute Morgen. Bis gleich. Tja, wie ihr sehen könnt, habe ich es mir hier inmitten einer Kolonie von Rundballen gemütlich gemacht und möchte mich auf diesem Wege verabschieden. Hier vom Eienwolder Tief mit Sonnenaufgang. So, und falls ihr Lust habt, neugierig geworden seid, seid in 14 Tagen wieder mit dabei. Dann gibt es die neue Folge von Gedichte an Ostfriesland, die Tour. Wo es mich hinverschlagen wird, weiß ich noch nicht. Das entscheide ich immer ganz spontan. Falls ihr vielleicht sogar Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht kommt ihr von hier oder wart schon mal hier und sagt, boah, Stefan, da musst du unbedingt mal hin. Auch sonst könnt ihr Kontakt mit mir aufnehmen, entweder über stefandecker.com oder über meine Facebook-Seite. Und ja, wie gesagt, schreibt mir gerne, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Und knick, knack, jetzt kommt's. Ihr wisst, es geht nicht ohne dem. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Das ist natürlich klar. Da wäre ich sehr, sehr dankbar für. Das wäre sehr lieb von euch. Ansonsten muss ich sagen, Ostfriesland, immer wieder faszinierend. Die große Weite, das Greifbare und Übersichtliche. Dann das Licht, was sich einfach mit jeder kleinen Änderung vollends auswirkt und tausende von Stimmungen erzeugen kann. Ja, und wenn ich ein bisschen mehr will, gehe ich in die Details, wie jetzt hier zum Beispiel am Eienwolder Tief ans Ufer. Ich kann euch nur raten, vielleicht auch mal 2-3 Stunden Auszeit zu nehmen und sowas zu machen. Dann ist man natursatt, dann ist man zufrieden, das ist richtig gut. So, das war es aber jetzt auch. Ich glaube, diese erste Folge ist eh viel zu lang geworden. Ich hatte nur 6-7 Minuten im Sinn, aber egal, beim allerersten Mal darf man ruhig übertreiben. Ich wünsche euch alles Gute, viel Gesundheit und vor allem Gelassenheit. Es ist nicht alles wichtig und wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss.